Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deiner Bude. Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der letzten Folge haben wir erfolgreich mit 38 schlechten Flachwitzen sämtliche Zuschauer verscheucht. Die Wasserfallhöhle erkundet und rausgefunden, dass Knuddelup sie schon längst kannte. Wir wissen jetzt, dass wir vielleicht zu einer Expedition mit dürfen, die bald stattfindet. Aber da sollen wir jetzt auch erstmal für arbeiten, bis die Mitglieder bekannt gegeben werden. Und eigentlich ist es sowieso scheißegal, wie dumm ich mich jetzt anstelle. Wie ich schon erwähnte, gibt es im Osten einen See. Um diesen See gibt es viele ungelöste Rätsel. Wir hoffen, dass wir diese Rätsel lösen können. Daher plant unsere Gilde zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine Expedition. Eine Expedition, sagst du? Oh ja, bitte. Unsere letzte Expedition, ich kann heute nicht reden, ist schon lange her. Aber das heißt, wenn wir aus allen von uns Mitgliedern auswählen, oder? Ha, genau. Wir werden in einigen Tagen aufbrechen. In den nächsten paar Tagen werden wir die besten Lehrlinge auswählen. Einen Moment. So, sorry, geht weiter. Die ausgewählten Mitglieder werden das Expeditionsteam bilden. Gebt euch Mühe, dann werdet ihr vielleicht für die Expedition ausgewählt. Oh mein Gott, ist das aufregend. Jawohl, ja, ich war noch nie mit auf einer Expedition. Ich würde diesmal wirklich gern mitgehen. Versuchen wir unser Bestes. In Ordnung, Pokémon, nun arbeiten. Yay. Ja, ich denke, ich soll wieder als Jobbrett. Ah, ihr zwei. Ja. Genau. Sehr gut. Mal kurz ein stimmt. Es hat ja ein letztes Kapitel bekommen. Dieser Satz hat keinen Sinn ergeben. Ich habe gesagt, ich kann heute nicht leben. Vergesst es. Was? Also, im letzten Part hat ein neues Kapitel bekommen. Nicht im letzten Kapitel haben wir ein neues Part bekommen oder was auch immer ich gerade gesagt habe. Heute sollen wir uns also um die Jobs kümmern, die am Job-Infobrett und Ganoven-Infobrett aushängen. Versuchen wir so viele Jobs zu erledigen, wie wir können. Das Reden übernehme ich heute. Dann müssen sie uns einfach mit ins Expeditionsteam aufnehmen. Sehen wir gleich nach, Schmünzer. Oh, hey, guck mal. Keks. Hä? Ihr zwei. Kenne ich euch? Warte. Ich überlege gerade. Vietnam-Flashback. Bildet euch nichts drauf ein, ihr hattet nur Anfängerglück. Genau, merkt euch das. Ja, der verschimmelte Döner. Jeder liebt ihn. Stimmt, jetzt weiß ich's wieder. Das sind die beiden, die meinen Döner geklaut haben. Was macht ihr hier? Wir brauchen Geld, damit wir uns Döner holen können. Aber Geld liegt nie auf der Straße. Ah ja, übrigens sind wir auch ein Erkundungsteam. Hey, was ist denn so seltsam dran, wenn ein Erkundungsteam das Job-Infobrett liest? Bitte was? Ihr seid ein Erkundungsteam? Ja, auch wenn unsere Methoden nicht immer ganz vorschriftsmäßig sind. Aber was für eine Überraschung. Warum seid ihr Keks denn hier? Wir wollten Erkundungsteammitglieder werden, also trainieren wir hier. Bitte was? Ihr wollt ernsthaft Erkundungsteammitglieder werden? Du da, komm mal eben mit. Bitte was? Jetzt versteh mich nicht falsch. Aber das mit dem Erkundungsteam solltest du besser vergessen. Und warum? Weil du ein Spasti bist? Für einen Lappen wie dich ist ein Erkundungsteam nichts. Aber nein. Ja, stimmt aber irgendwie schon, aber deswegen trainiere ich, um meine eigenen Schwächen zu überwinden. Im Moment arbeite ich daran, für die Gildenexpedition ausgesucht zu werden. Ohne Expedition, sagst du? Tja, nur der Wille reicht aber nicht. Ohne Talent wirst du wohl kaum gewählt werden, oder? Im Grunde geht es um Talent. Nur um Talent. Und warum bist du dann hier, Zubat?
Ja, genau, das musst du gerade sagen. Du redest zwar viel über Talent, aber was für Fähigkeiten hast du? Ihr seid so kacke, dass wir euch geschlagen haben. Ja, da hatten wir einen Boss nicht dabei. Och, es gibt noch einen von denen. Genau. Team Skull, unser Erkundungsteam, hat 3 Mitglieder. Unser Boss ist extrem talentiert. Man kann sagen, er ist knallhart. Und er heißt nicht Bromley. Wenn der Boss dabei wäre, würden wir euch zertreten wie einen Wurm. Zubat? Also, wir machen jetzt eine kleine Mathestunde. Wir haben hier ein Shinux und ein Chillast. Das ergibt in der Rechnung 1 plus 1. Und 1 plus 1 ergibt nicht 1, anders als du es gerade behauptest. Es ergibt nämlich 2. Wo wir vom Boss reden, ich kann riechen, dass er kommt. Stinkt er etwa genauso wie ihr? Yes, sir. Ja, nicht ganz Bromley, aber aus dem Weg, Keck. Ah, Schmünzer, was stinkt denn hier so? Es riecht nach Scheiße. Das ist eklig. Ah, meine Augen. Aus dem Weg, oder willst du wieder Waschlappen rüben? Hast du dich mal angeguckt, wer ist hier der Waschlappen? Oh, nee. Boss? Den hast du es gezeigt, du bist toll. Ja, ja, schon gut. Ich weiß, dass ich was Besseres bin. Habt ihr 2 Jobs gefunden, die Kohle bringen? Am Jobinfobrett hängen nur so Billo-Jobs. Dafür gibt's was anderes, Boss. Das könnte eine ganz große Sache werden. Also, ne? Was, eine Expedition der Gilde? Das hört sich toll an. Nicht wahr? Hauen wir ab, wir müssen ein paar Vorbereitungen treffen. Kommt schon, gehen wir. Yeah! Legen wir uns davon! Was glotzt ihr so? Das ist keine Unterhaltungsshow. In einer Unterhaltungsshow könnte der Moderator nämlich reden. Und die hätte mehr FPS. Bis dann, ihr Lappen. Alles okay, Schmünter? Okay, du scheinst nicht verletzt zu sein. Genau. Ich hab mir jetzt mein Bein gebrochen, weil der Typ mir ins Gesicht gefurzt hat. Bitte was? Ich hab noch nicht erlebt, dass jemand verletzt wird, weil jemand anderes ihm ins Gesicht furzt. Trotzdem, das war fies. Ich hab mich nicht getraut, ihm die Meinung ins Gesicht zu sagen. Dazu hat er zu sehr gestunken. Ich schäme mich dafür. Sie haben recht, ich bin Lappen. Ja. Lappen. Ja, du hast recht, ich bin Lappen. Aber das weiß ich eh schon. Gut, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ich hab beschlossen, dass ich trotzdem mein Bestes geben kann, auch wenn ich nicht so mutig bin. Wegen sowas werde ich nicht das Handtuch werfen, aber den Waschlappen. Ich werde mir meine gute Laune nicht verderben lassen. Danke, dass du mir die Wahrheit gesagt hast. Wenn's im echten Leben auch so leicht wäre. Man beleidigt wen einfach ins Gesicht und der bedankt sich. Gehen wir jetzt unserer Arbeit nach. Heute sollten wir uns um die Jobs kümmern. Halten wir uns ran. Ja, darf ich jetzt nach Schatzstadt? Danke. So. Na dann, mal gucken. Oh. Oh, ein Kunde. Ist es nicht so? Ein schöner Tag, ist es nicht so? Der neue Laden Pandir-Café hat jetzt geöffnet. Dieser schöne Laden quillt über vor Hoffnung und Träumen. Ist es nicht so? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich geb dir gleich, ist es nicht so? Ja, genau. Hey, warum kommst du nicht rein? Nicht so schüchtern. Ich kann mir da nichts vorstellen. Warum schauen wir es uns nicht einfach mal an? Sorry, musst du nochmal cutten. Wir haben 2 Gäste. Alter, der Cut war jetzt ungefähr 10 Minuten lang und ich habe schon vergessen, wie ich den gesprochen habe. Ein Ort, der mir noch sehr viel Spaß machen wird. Wow, ganz schön geräumig.
Hallo, willkommen bei der Kaffee. Mein Name ist Paria. Mir hat es Kaffee. Kaffee für unsere Jungen und er hat auf die eine neue Grenze und eine neue Herausforderung suchen. Kannst du auch mal deutlich reden? Ja, genau. Meine Herausforderung ist es, das Schlüssel auf Erden, meine längere Sohn der Stunden zu genießen. Deswegen bist du der Lehre, also an diesem Service dienen zu können, um zu helfen, sie damit zu bewegen und die große Öffnung einer Million zu führen. Das ist die Sapta. Ich habe ja von unseren Kunden garantiert bereits Kommission Äpfel von Eva. Wir sind aus diesen die leckersten Drinkkreationen. Es wird mir von dir eigentlich zu sein und ich verwende meinen Kurs, um einen köstlichen Drink zu mixen. Also, wenn wir dir einen Apfel bringen, würdest du uns einen Apfeldrink draus machen, richtig? Genau, ja, so wär's. Wenn wir zu dir erfolgen, dann kann ich nicht in den Alter werden. Haben wir dann nicht eine Heilung. Das ist sehr schön, der wiederverwertet werden. Ich werde dir aber vielleicht eingehalten, vorher leiden, mit der Wacht direkt kann bleiben, ja. Manchmal müssen wir leider so einen Weg werfen, nur wir Platz schaffen. Wir sind nicht verständlich, aber wir sind mit Sicherheit anderer Akkula unterwegs, die genau in solche Leiter aus der Patsche helfen will. Auf diesem gelassenen Kanal haben wir ja einen Lüge gedudet. Wir haben ja überflüssigen Items hierher und auch die hier aus Nützlichkeit. Bin gut oder nicht? Was im Anfang mit dem Bibel ist, ist ein anderer Pokal. Das stimmt. Das ist doch lustig. Also am Netzpunkt zu bieten, dann ist die Alten in der Reihe rauschen können. Die ganze mehr Alten Weltwerfe zu unterbedenken, was zu alt zu Sendung. So geht's. Für das der Alten, so der Welt der Alten, der hat Macht gebraucht, um hier zu werden. Und das Tolle ist, für das hier zwei irgendwie so eine Gruppe bleistig ist. In einer Schnelle Stars. Ich weiß, es war jetzt gestern, dass ich auch nicht mehr habe, aber ich habe mich eigentlich nicht einzuhängen können. Okay, der Laden sieht ziemlich spaßig aus, aber bei dem Betreiber weiß ich jetzt nicht, ist er geil. Bei diesem Laden der Hoffnung und Räume zu bieten. Es ist ja cool, einfach nur aufzuhalten. Ich habe bei dir ein paar Jahre mehr Wissen zu werden. Ja. Leider werden sie das. Denn in diesem Let's Play. Ich weiß, ich habe das im Original-Let's Play nicht gemacht. Da habe ich es einfach nach einer Zeit aufgegeben. Ich will wieder versuchen, am Ende des Spiels, nach der Bonus-Story, den geheimen Dungeon Verhängnisturm freizuschalten. Den schwersten Dungeon im Spiel. Und dafür muss man nach der After-Story dem Typen hier so viele Drinks machen lassen, bis man ihn irgendwann hat. Ich hatte im Originalspiel bestimmt gut und gerne 400! 400 Drinks! Wenn nicht mehr! Oh, Schmünzer, was war denn gerade im Café? Es trifft sich hervorragend. Um ehrlich zu sein, habe ich eine Bitte an dich. Bisher haben Teammitglieder, die du auf Erkundung nehmen wolltest, immer bei diesem Wasserloch gewartet. Aber jetzt, wo gerade das Café eröffnet wurde, da waren alle der Meinung, es wäre schöner, entspannt im Café zu warten. Verstehe ich natürlich auch. Ich meine, dass sie das so sehen. Nun, wie denkst du drüber? Wirst du dich auch da treffen? Also, ich habe bisher immer Ja gesagt. Was denn, wenn ich Nein sage? Nicht mit dir? Veralberst du mich? Komm schon. Du hast nicht mit mir gesagt, nur meine Reaktion zu sehen. Ich war... Irgendwie schon. Ich verstehe dich. Selbst wenn du Nein willst... Der Typ hat das Spiel verstanden! Palim, Palim, guter Mann, du weißt, was hier los ist. Selbst wenn du Nein willst, musst du letztendlich ja antworten. Daher läuft es eher aufs Gleiche hinaus, nicht wahr? Das passiert schon häufiger, nun gut, aber ich frag dich noch mal. Nein. Es ist... Palim Palim weiß halt, was hier los ist. Sicher. Dankeschön, ich werde es allen mitteilen. Ich bin sicher, sie werden sich drüber freuen. Oh, fast hätte ich es vergessen.
Hier übrigens, ich habe hier gerade ein Schild platziert. Hast du es schon gesehen? Ja, habe ich. Und natürlich, du musst die Glocke geläutet haben, denn dein Team hat sich bereits versammelt. Warum erklärst du es mir jetzt trotzdem? Du weißt schon, wenn du diese Glocke läutest, dann komme ich von der Gill her. Du kannst dein Team nach wie vor auch hier aufstellen. Wenn du dein Team also aufstellen möchtest, läute die Glocke. Das ist alles, Schminter. Viel Erfolg auf deiner Erkundung. So. In 15 Minuten sind rum und ich habe noch nichts gemacht. Ich bin stolz auf mich. Mir fällt gerade so nebenbei was ein. Das will ich mal kurz prüfen. Oder? Ah, nee. Ich hatte gerade kurz gedacht. Ah ja, Gil bereitet sich auf eine Expedition vor. Hi, ich bin's. Ich habe gerade kurz gedacht, dass ich es wirklich geschafft habe. In meinem Original-Let's Play. Weiß ich, hatte ich ein Pokémon-Ei. Ich habe gerade überlegt, ob ich das überhaupt jemals abgeholt hatte. Aber doch, hatte ich. Und ich brauche garantiert nicht so viele Bänder. Doch. Boah, ich habe halt keine Ahnung, was L ist. Ja, das reicht. Gut, dann ist es auch mal Zeit. Bossi. Dann ist es auch mal an der Zeit, irgendwas hier zu arbeiten. Lol. Ja, ich habe die 1000er-Marke überschritten. Boah, wie viel hatte ich am Ende in meinem Original-Let's Play? Hatte ich die... das wollte ich nicht. Hatte ich die 200.000 erreicht? Was ist das hier eigentlich jetzt mal for real? Ich überlege gerade, ob ich die 200.000 erreicht hatte. Ist jetzt aber relativ schnuppe. Was gibt's hier für Jobs? Ich hab... nein. Wirklich, ich wollte ihn nicht annehmen. Ach, weißt was? So, 1, 2, 3 in der Strandhöhle. Okay, hier sind... Oh Gott, hier sind sogar schon Ala. Die sind verdammt stark hier. Deswegen ist es wahrscheinlich gut, dass ich mich hier auf solche Mission. Ah, warte, der will... Schlafsam. Diese Missionen sind tückisch. Wenn man die Dinger nämlich... Die muss man selber natürlich aus dem eigenen Lager mitnehmen. Da findet man die nicht auf der Dungeon-Ebene und das ist das Ziel. Und ja, ich weiß, dass ich behindert im Zickzack laufe. Lagern. Warum habe ich jetzt eigentlich auf Lagern gedrückt? Habe ich irgendwo einen Schlafsamen? Die Gummis hebe ich mir auch auf, tatsächlich. Oh Gott, ich habe ja fast gar nichts hier. Dann muss der Typ mit dem Schlafsamen wohl leider warten. Außer ich finde auf dem Weg einen. Weil ansonsten kann ich ihn keinen bringen. Und nach der Mission ist auch Zeit, die Folge zu beenden. Ich bin heute wieder leider in einem anderen Raum, weil es schlecht geht und kann meinen Laptop nicht anschließen. Und der hat nicht mehr sonderlich viel Akku. Oh mein Gott, Charlelos OP. Seht es euch an. Ich kann die Dinger jetzt schon so one-hitten, echt. Auf Level 11. Ich meine, dass das jetzt zum Beispiel auf Level 50 oder so geht.
War mir klar, aber dass das Level 11 schon reicht, habe ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet. So, erster Job ist hier. Oh, hm. Slimer. Willst du mich verarschen? Du bist der Keck. Tja. Also, wenn ich hier auf der Ebene keinen Schlafsamen finde, dann muss ich dich wohl leider enttäuschen, weil ich hab keine. Level 11, wupp, wupp. Warte, wie viel Akku ist denn das wirklich noch? Die Anzeige. Alles klar, die Anzeige ist nur noch so ein kleiner Scheißfitze, den man nicht gefühlt nicht sieht. Ich gehe drauf, 45% verbleibend. Das nervt. Alter, das ist, glaube ich, die kleinste Ebene, die ich je in Mystery Dungeon gesehen habe. Hier ist einfach das Ende. Der hat mir einen Schaden zugefügt. Ich mache jetzt ruckzuck Hieb. Der widersetzt sich. Der widersetzt sich. Der lebt. Er ist tot. Sehr gut. Aber zwei Stück gibt's hier noch. Die kann ich finden. Finden vor allem. Also schaffen. Sag mal, bin ich jetzt auf der nächsten so kurzen Ebene gelandet? Aus dem Weg, ihr ganzen Viecher. Willst du mich jetzt... Den hätte ich eine Ebene früher gebraucht. Ah, den sollte ich finden. Und nein. Ich verlasse diesen Dungeon jetzt nicht. Ja, kümmere dich mal um den da. Mal im Ernst, den Schlafsamen hätte man mir doch auch eine Ebene früher geben können. Hier hat wer Angst. Da rechne ich damit, dass hier einfach irgendwo ein Mon rumrennt. Und du stehst mir im Weg, du Keck. Wirklich? Noch ein Slimer? Warum rennen hier so viele Slimer rum? Und ja, jetzt gehe ich. Was? Der Typ, der das Blaugummi angefordert hat, war auch Slimer? Was? Ist das ein Bug? Ein Orangegummi, yay. Und 10 Punkte. Nächster Slimer. Und ein Slimer wartet immer noch. Wir sollten mal wieder pennen gehen. Morgen wird klasse. Der nächste Morgen. Aufstehen, ihr Pissnaken! Moin. Mal mehr, ich zeige euch. Dieses Moin, das ich immer sage, das bin ich im Real Life jeden Morgen. Das ist genau mein Motivationsfaktor. Okay, arbeiten, ihr Keks. Oh nein. Ich mach gleich einen Cut, weil ich dann sonst keine Chance hab. Hey, ihr zwei Keks! Tut mir leid, aber ich hab heute was anderes zu erledigen. Übernehmt wieder meinen Wachdienst. Tschüss. Los! Ja, bis gleich. So, bin wieder da. Also war wieder nicht perfekt. Ich hatte eins wirklich falsch jetzt letztendlich, soweit ich weiß. Das ist genug, herkommen.
Aber es ist diesmal auf jeden Fall nicht schrecklich. Ihr habt einen Tag redlicher Arbeit hinter euch. Euer Dienst war... ausreichend. Echt jetzt? Ein Fehler ist nur ausreichend? Nun, ihr habt euch verbessert. Wenn das mal nicht erstaunlich ist. Ihr habt den Highscore geschlagen. Aber ihr wart scheiße. Ah, ich krieg sogar was dafür. 100. Und ein Top-Elixier. Beim nächsten Mal erwarte ich mehr Einsatz. Ja, besser als nicht, sag ich mal. Nach dem letzten Mal. Und das und bei einem Mal habe ich halt gleich beide diese Joker, nenn ich's mal, verhauen. Das war ein Fußabdruck. Ich hätte nie gedacht, dass das Vulpix ist. War aber. Ich habe auf Evoli und keine Ahnung, was das andere war, zuerst getippt. Ja, und damit war es das mit der heutigen Folge Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.